Ein Selfie aus einem der Schleuserfahrzeuge, ein Andenken von zu Hause und viele Geschichten, die die Flüchtlinge auf ihrem langen und harten Weg nach Deutschland erlebt haben. Schau hin, ein Blick in das Leben geflüchteter Mitschüler, heißt das Ausstellungsprojekt der Berufsintegrationsklassen der Marianne-Rosenbaum-Schule, das in Kooperation mit dem Deutschen Erwachsenenbildungswerk entstanden ist. Am Anfang dachten wir, fangen wir einfach mal an mit dem Thema Erinnerung, Erinnerungszeichen, gucken einfach mal, wie so die Resonanz ist und machen dann vielleicht mal ein paar schöne Plakate für die Aula. Und dann sagen wir halt einer anderen Klasse, schaut euch das mal an. Ne? Naja, und das ist dann irgendwie ganz gut gelaufen und man hat gemerkt, dass die Erinnerungen sehr, sehr, sehr tief sind und die Schüler auch Stück für Stück immer stärker auf diesen Zug mit aufgesprungen sind, zu erzählen und sich auch zeigen zu wollen. Und naja, dann habe ich einfach nach Geldgebern gesucht, das ist uns gut gelungen und so haben eigentlich seit Januar bis jetzt, im Januar haben wir ja eigentlich erst angefangen, am 27. Januar war Starttermin, dann die Sache so verwirklichen können. Mit persönlichen Erinnerungsgegenständen und Bildern sollten die Schüler in der Ausstellung ihre Gefühle ausdrücken. Und dann kommt hinzu, diese jungen Menschen sind Teil in unserer Gesellschaft. Sie sind lebensgroß da und so haben wir gesagt, wir machen auch Gesamtporträts, damit sie mitten unter uns stehen, so wie sie einfach mitten unter uns leben. Obwohl die jungen Männer und Frauen über ihre schrecklichen Erinnerungen und Erlebnisse berichten, hat ihnen das Projekt über das gesamte Schuljahr hinweg sichtlich Spaß gemacht. Ich finde es sehr gut, weil jeder kommt hier und die großen Leute, die uns helfen und Geld, ich finde, wenn sowas immer wird, dann jedes Jahr, ich finde es sehr gut, wenn sowas wird. Wir haben alles vorbereitet zusammen und wir waren alles wie eine Hand. Alles zusammen wird alles. Wir haben über unser Projekt geredet und dass unser Projekt hat die großen Leute gut gefallen und die haben gesagt, dass es hat gut gearbeitet mit und ja, haben wir Spaß gehabt. Sie bringen ihr Gepäck mit und sie haben erzählt und wir müssen sie eher bremsen und sagen, nein, nein, nicht das ganze Leben, sondern eine Erinnerung und überlegen, was möchten sie auch uns damit sagen. Weil diese Schüler haben auch einen besonderen Blick auf unsere Kultur und können uns auch neue Sichtweisen eröffnen. Mittlerweile fühlen sich die Schüler der Berufsintegrationsklassen mehr und mehr heimisch in Straubing. Und auch für die Zukunft haben sie Pläne. Mir gefällt Deutschland schon. Und ich habe schon hier eine Ausbildungsstelle. Ja, ich mache jetzt Schule fertig und dann nach der Ausbildung. Die Leute helfen uns, wegen Praktikum helfen und so. Und die lernen, ich habe schon gelernt und ich habe Gott sei Dank auch Stelle wegen Ausbildung. Ich fange 1. September als Heizungsbauer und jetzt mache ich auch Quali. Die Ausstellung Schau hin soll ab dem kommenden Schuljahr auch an anderen Schulen und kommunalen Einrichtungen wie Rathäusern zu sehen sein. Auch an der Regierung von Niederbayern. Ich bin echt beeindruckt. Die Frau Röder bei der Begrüßung hatte das ganz deutlich gemacht. Wir sprechen in der Regel von Asylbewerbern, von Flüchtlingen, von Migranten. Und hier sind plötzlich Personen. Der Rashid hat mir gerade vorher erzählt, er macht jetzt gerade einen Quali, er hat einen 1er-Abschluss, ist seit knapp 2 Jahren hier. Wenn man sieht, wie ein Individuum mit dieser Situation zurechtkommt, ist man echt beeindruckt. Und das ist der Kernpunkt dieser Ausstellung. Mit der Ausstellung haben die Schüler zusammen mit ihren Lehrern ein Stück Zeitgeschichte geschaffen. Das soll helfen, Vorurteile zu überwinden.